Moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Ja, heute Montag. Und ja, wir laufen jetzt mal Richtung Heimat. Nordosten war's. Also, dies ist die Aufnahme für Montag. Wir haben heute nicht Montag, wir haben Sonntag. Und ja, wir laufen dann jetzt mal Richtung Heimat und gucken, dass wir das jetzt so ein bisschen hier gebacken kriegen. Und vor allen Dingen relativ schnell nach Hause kommen. Das wäre doch ein bisschen was. Was? So, ja, wir sind schon wieder ein bisschen überladen anscheinend. Keine Ahnung, was heißt ja doch, überladen sind wir wahrscheinlich auch wieder, oder? Ja, 15 Kilo ein bisschen. Ein bisschen 15 Kilo, weil wir, ne, wir haben sogar nur dreimal, ja, dreimal das Zeug gekauft, ja. So, dann müssen wir hier mal gucken. Ja, wir laufen dann, wie gesagt, jetzt nach Hause. Wir kommen gleich irgendwie. Ja, wir müssten weiter in die Richtung eigentlich. Weiter Richtung Osten? Ja, doch. Wir laufen erstmal weiter Richtung Osten. So, als erstes vielleicht sogar das Ding hier mal wegmachen. Okay, die Dame hat irgendwie, ich weiß nicht, nicht mitbekommen, wo es anscheinend herkam. Das Problem ist, wir haben da jetzt gleich noch eine Dame. Wenn wir Pech haben, kommt die jetzt auf uns zu. Die müssen wir ein bisschen boxen oder so. Obwohl, nö, scheint zu funktionieren. Den müssen wir mal gucken. Warum hat sie jetzt den Rucksack irgendwo weggeschmissen? Sag mal ernsthaft. Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich schmeiß das blöde Spiel einfach einen Rucksack weg und ich weiß noch nicht mal wo. Ich weiß nicht, ich glaube, da war zwar großartig nichts mehr drin oder so, ne? Aber ich finde es langsam echt schon lachhaft. Warum schmeißt er den Rucksack weg? So mitten im Laufen? Ach, das ist doch echt nicht mehr wahr hier. Ich
Hier irgendwo haben wir die Dame gekillt und dann sind wir hier Richtung Osten gelaufen oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß aber auch nicht, was der Blödsinn soll, wenn ich ehrlich bin. Wir sind übrigens da dran vorbeigelaufen und nicht dadurch, aber egal. Aber es ist schon geil, dass urplötzlich dann jetzt der Rucksack weggeworfen wird und wenn man zurückläuft, nichts mehr da ist. Es ist schon irgendwie clever. Ja, also vor allen Dingen, hä? Ich sehe das jetzt erst. Warum habe ich angeblich einen Bogen in der Hand? Och man, das kann doch nicht sein. Sag mal, ernsthaft jetzt, was ist denn das? Ja, super, denn ist jetzt wohl, würde ich mal so behaupten, der Rucksack fort, wa? Weil, ich glaube nicht, dass wir ihn wiederfinden. Ist das ein Scheiß, also ganz ehrlich. Was auch immer das jetzt für ein Blödsinn war mit dem Rucksack. Also wir haben ja gerade auch nochmal da hinten geguckt, wo wir den Zombie weggeledert haben. Da lag kein Rucksack. Ja gut, vielleicht hätten wir runterlaufen müssen, weil er unten lag. Obwohl, nee, kann ja auch nicht. Oder doch eigentlich schon. Weil der lag wahrscheinlich da, wo wir angefangen haben wegzuschießen oder so. Ich hab Durst, okay. Nee, warte mal. Ich möchte jetzt mal versuchen, die Melone hier zu essen. Mal gucken, was da passiert. Die Cantaloupe Melone oder so. Die müsste ja eigentlich auch, so wie es aussieht, verdammt viel Trinken geben. Hoffe ich jetzt mal. So. Ich schaue jetzt aber einfach nochmal. Geht sofort weiter. Ich lese hier gerade was in der Familiengruppe. Deshalb muss ich gerade mal gucken. So, erstmal hier wieder zu. In das und. Oh, wir frieren. Wir könnten eigentlich mal unsere Jacke ausrüsten und im Übrigen mal gucken. Ist jetzt, habe ich nämlich bald wieder vergessen. Hose. Ach Quatsch, Hose, Schuhe. Das. Das. Obwohl, ganz ehrlich, alles, was unter. Nur alles, was unter 90% ist oder so. Wäre vielleicht mal. Jo. Jenu, komm her. So. Also jetzt gucke ich auch nochmal, ich habe den Bogen wieder, wie eben eigentlich. Tja, so wie eigentlich, genau. Osten. Ja, ich bin heute mal ein bisschen inkognito unterwegs, in der Hoffnung, irgendwie mal ein bisschen zu sehen, wieder was hier so abgeht.
So, wäre schön, wenn das hier mal langsam vorangeht. Ey, obwohl ist doch schon voll. Ich habe echt irgendwie. Wir könnten aber auch mal, oh Gott, versuchen hier so ein Ding komplett zu essen. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Deshalb, oh. Ich hau mir jetzt einfach mal die Quantaloop-Gedönse da. Oder Chantaloop. Oder wie auch immer das Ding ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die komische Melone da. Okay, anscheinend kriegt man davon auch ein Viererstück rein, so wie es aussieht. Ach Quatsch, warum habe ich jetzt schon wieder. Jo, das ist zumindest schon mal gut zu wissen. Osten? Ne, ich wollte eigentlich Nordosten. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht so ein bisschen. Vielleicht fahren wir gleich mal in die Dings, in die. Aha! Ins Gefängnis, in die Dings, genau. Die Gefängnis. Nein, vielleicht fahren wir gleich mal ins Gefängnis oder so, weil, falls wir dann noch genug Zeit haben. Ich muss ja gleich erstmal gucken. Aber erstmal jetzt hier überhaupt gucken. Da ist einer in D4, der andere ist in D0. Das ist schon mal D-Scheiße. Nein, Quatsch. Nein, habe ich nicht gesagt. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken. Das wäre jetzt auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe ja jetzt noch dreimal Unkrautbekämpfungsmittel damit genommen. Ich glaube, ich habe ja noch zwei zu Hause oder drei. Und damit gucken wir mal, dass wir jetzt so ein paar Mal hintereinander die Dinger einsprühen in der Hoffnung, dass wir dann, wie auf meinem anderen Charakter, kein Unkraut mehr in dem Zeug haben. Das wäre nämlich sehr schön. Weil das Unkraut ist halt echt nervig, jeden Tag zu ernten, wollte ich gerade sagen, wegzumachen. So, so, auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir heute auf dem Weg nach Haus. Kommen ja eigentlich auch ganz gut voran. Ja, das Problem ist jetzt Bunker und sowas zu looten, bringt es halt auch nicht, wenn ich ehrlich bin, ne? Weil, ja, wie ihr seht. Das Problem ist ja ganz einfach, was Übelkeit wegen. Ach komm. Ihr seid doch voll komisch hier. So. Ja, weil wegen voll gelootet und so, ne? Das ist halt. Was heißt gelootet? Ich bin ja noch nie mal gelootet. Wir haben ja einfach hier so ein bisschen. Okay. Ne, das sind nur die Schmerztabletten. Und wir haben den Zucker noch. Apropos, der, guck mal, das können wir doch auch essen hier. Stoffwechsel. Schokolade hinein in die Luzi da. Nahrungsmittelabstoßung. Schon wieder. Ey, weil der nicht immer alles an Nahrungsmittelabstoßungen hat, ne? Das ist schon. Für ein bisschen Schokolade, die anscheinend, keine Ahnung, ein bisschen was abgelaufen. Ja gut, abgelaufen noch nie mal, weil Schokolade kann, glaube ich, nicht ablaufen. Also doch, laut Gesetz schon, aber ich glaube in Wirklichkeit habe ich schon mal schimmelige. Ja doch, ich habe schon schimmelige Schokolade gesehen. Alles gut. Die Frage hat sich gerade erübrigt. So, dann komm mal zu mich zu. So, siehst du, und schon liegst du auf die Boden. Wir machen jetzt wieder hier die Gleise. So, das Ding nehmen wir mit. Dann gehen wir weiter. Erst ja, Problem ist halt, oh Gott, Nordosten da. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir die Einstellung mit den Zombies so lassen können. Weil ich habe ja nie so das Problem mit den Zombies gehabt, dadurch, dass ich ja immer entweder Baseballschläger, Schwert oder halt Pfeil und Bogen gekillt habe, hatte ich nicht so das Problem mit den Zombies wie die anderen, die ewig ja rumgeballert haben mit ihren Waffen und urplötzlich 30 Zombies am Hintern hatten in den Städten oder so. Aber okay, natürlich die Mehrheit wollte halt schießen oder möchte schießen.
Deshalb haben wir die Zombies jetzt ein bisschen runtergepatcht, aber ja. Weil wir halt auch wirklich noch ein paar neue Leute auf dem Server haben, die wirklich noch nie online waren. Deshalb kommen wir essen einfach mal. Würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Nein, es schmeckt nicht komisch. Es ist so. So, Zombie, hier. Komm, den hauen wir jetzt einfach mal mit der Keule hier auf die Nase. Glück gehabt. Das war jetzt, glaube ich, Glück, dass er nicht getroffen hat. Das war, holla, war das. So. Oh, ey. Ich hoffe vor allen Dingen, dass mal langsam meine Kopfschmerzen weggehen. Ich habe jetzt schon seit 3 Tagen Kopfschmerzen. Es ist echt grausam. Mir bekommt anscheinend das warme Wetter absolut nicht. Das ist ja, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem mache ich weiter YouTube-Videos. Und auch streamen und keine Ahnung. Aber ich merke das halt. Manchmal ein bisschen unkonzentriert. Tja, dann, wie gesagt, gucken wir jetzt, dass wir hier so ein bisschen weiterkommen. Ja, das Problem ist, da sind jetzt natürlich und so, ne? Ja. Da ist jetzt der Bunker, da hinten kommt nachher schon wieder D0. Das ist auch wieder lustig. Super. Aufnehmen, mal gucken, was haben wir hier? Okay. Der ist giftig. Ach so, genau. Für alle, die dies noch nicht wissen, wenn ihr so, ihr könnt die Pilze aufsammeln, ohne die direkt zu essen oder so. Sobald da hier wie Alpha-Amanitin drin steht, also nein, sobald da irgendwas in Rot drin steht, sind diese Pfeile, sind diese Pilze giftig. Bei allen anderen, wo nichts Rotes drin steht, die kann man eigentlich essen und ja, dürften nicht giftig sein. Also zumindest habe ich bis jetzt die Erfahrung so gemacht. Oh. So, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Wasser? Das Wasser, ja, eigentlich habe ich noch Kaffee drin. Ich habe Chantaloup-Melone drin. Irgendwann würde ich vielleicht gerne mal, dafür müssen wir aber gucken, dass wir irgendwie in den Bunkern die Dinger mal öffnen, die Schränke. Würde ich sagen, sobald wir so einen Strahlenschutzanzug kriegen, gehen wir in so eine. Gehen wir mal da in die. Oh, Inventarteam. Gehen wir mal in die Stadt. Aber wie gesagt, dafür muss ich erstmal gucken, dass wir so einen Strahlenschutzanzug kriegen. Das zum einen. Aber wir sind ja schon fast zu Hause, so beinahe, würde ich sagen. Wenn ich nordöstlich weitergelaufen wäre, statt jetzt wieder, weiß ich nicht, wo bin ich hingelaufen, westlich, ich habe keine Ahnung. Hätten wir vielleicht auch ein bisschen weiter sein können. So, aber eigentlich bei dem ganzen Geschreibe jetzt hier würde mich ja doch mal interessieren, wie viele Leute eventuell gerade auf dem Server sind. Hier mal kurz gucken, halt, wo ist es da? Da. Da.
So, suchen. Was habe ich denn? Oh, ernsthaft, wie mir das hier schon wieder. Alter, such doch jetzt einfach mal den blöden Server hier. Albanien. Nee, Albanien ist gut. Ich weiß nicht, was denn Albanien will. Wer? Oh, ich sollte mich vielleicht jetzt doch mal hinlegen. Gerade sind 11 von 50 Spielern drauf. Okay. Ist ja gar nicht so verkehrt. Wei, 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 wei. Wir könnten eigentlich gerade mal gucken, warte mal. Ach Quatsch, Team wollte ich da mal gucken. Ne, da sind immer noch die 20. Horde des Nordens, okay. Ich wollte mal hinlegen, genau. Okay, die letzten vier, 1, 2, 3, 4 gibt es anscheinend nicht mehr. So, dann. Irgendwas stimmt doch mit dem Wassergedöns nicht. Gut, kann natürlich sein, dadurch, dass wir so überladen sind, dass der deshalb mehr Wasser verbraucht oder so, aber ich weiß es gerade nicht. Wir könnten ja noch mal eine. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja noch mal eine Chat-to-Dingsbums-da-Melone essen, aber die habe ich gar nicht mehr dabei. Den essen wir jetzt einfach. Auch lauf doch einfach weiter, Mensch. Den essen wir jetzt einfach noch mal eine Wassermelone, so ein Stück, in der Hoffnung, dass wir jetzt so 10.000. Ich sage ja Kaffee, die Melone und trotzdem irgendwie gar nichts an. An Wasser, was hochgeht, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Verbrauchsrate 194, keine Ahnung. Wasserreserven habe ich 217. Ja, eigentlich sollte so ein bisschen hochgehen, oder? Eigentlich. Das Problem, ich habe Wassermelone in der Hand. Wenn jetzt ein blöder Zombie kommt, muss ich abbrechen. Das wäre auch blöd. Hoffen wir mal, dass es jetzt hochgeht. Ich weiß noch nicht. So, hätte nicht gerade bei. Oh Gott.
Wir sind hier bei, wo sind wir denn? Ach, in der Nähe vom Fluss, okay. Gut, wenn wir Fluss haben. Wenn wir Glück haben, kommen wir jetzt gleich auch so über den Fluss, weil da hat jemand, der Captain hat da eine Brücke gebaut. Können wir gleich eigentlich mal kurz gucken. Jo, da sind wir dann erstmal hier wieder zum Ausdauer machen. Oh, hallo, Alter, leg dich hin. Ausdauer habe ich gesagt. Dann. Ah, da steht ein Zombie. Ich wollte gerade sagen, da drüben ist ein Spieler, aber nee, dürfte ein Zombie sein. Aber ist schon geil gemacht mit der Brücke. Vor allen Dingen, die Brücke ist mittlerweile überdacht. Das ist auch geil. Ja. Ne? Hier so trotz 3 Etagen ein Baumhaus. Ich glaube, hier ist ein Garten mit Schneemann. Hier ist echt putzig hier. Der schnöde Mammon. So. Ja, nu komm. Ah, hast du gemacht. Dann komm jetzt doch nochmal her. Nu komm. Ernsthaft, die sieht mich auf dem Stück nicht. Das ist, ja, das finde ich jetzt echt ziemlich ulkig. Aber okay. Einmal, zweimal. Oh, müssten aber bald. Ich glaube, wir sind heute. Ne, nehmen wir 30 Minuten von. Wo waren wir denn von da bis da? Das könnten wir auf jeden Fall schaffen. Und wir können sogar, hoffe ich mal, danach noch was unternehmen. Und wenn es nur. Ja. Ist, dass wir. Ein paar Airdrops lutschen gehen. Natürlich leer lutschen. Aber als erstes würde ich gleich mal sagen, wir machen das wirklich mal. Wenn wir da ankommen, werden wir erstmal ein bisschen pumpen und gucken, dass wir da ein bisschen Unkrautvernichter drauf schubsen, damit ihr dann ungefähr seht, wie ich das meinte, wie oft man da halt drauf sprühen muss, damit es halt nicht wiederkommt. Wir hüpfen mal hier in den Schatten. So. Aber das nächste Mal sollten wir vielleicht mit dem Auto zum Händler fahren und das Zeug kaufen. Ist vielleicht wesentlich einfacher. Ja gut, heute habe ich das ja wie gesagt gemacht, weil wir ja gerade da genau, beim Händler waren. Nein, heute, gestern. Gestern haben wir das ja gemacht. Am Samstag. Ja, da haben wir das ja gemacht, weil wir das Moped verkauft haben und da habe ich das für eine gute Idee gehalten, dreimal das Zeug zu kaufen, nicht wahr? Ich war eigentlich auch der Meinung, ich hätte 4 gekauft, aber okay. Dann werden die jetzt wahrscheinlich eh weg sein.
Aber gut, dann ist es so. Dann kann man da auch nichts dran ändern. Wir sind auch schon fast. Ja, nicht fast, aber doch so ein bisschen in der Nähe von meiner Hütte. Also wie ihr seht, ich bin da. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob wir nicht doch eher umziehen. Aber ich muss gerade mal gucken, gibt da eigentlich was in der Nähe? Also ich habe schon Plätzchen ausgesucht gehabt, wo man eventuell und so, aber es gibt da nichts in der Nähe. Das wäre mies. Obwohl, ich müsste da mal gucken fahren, ob man da eventuell in der Nähe irgendwie ein Häuschen findet, was man vielleicht claimen kann, wenn man dann wirklich mal irgendwie hallo, laufen, was backen möchte, wie, weiß ich nicht, Kuchen und sowas, ne? Und dann kommt noch der Umzug. Das heißt, wir fahren 591 Millionen Mal, obwohl, nee, hier ist das ja gar nicht so. Also ich glaube, mit meinem YouTube-Kanal wäre das, ach Quatsch, mit meinem Twitch-Kanal wäre das viel schlimmer umzuziehen. So, toll. Schuhe, Schuhe und einmal ein Halfter für die. Ein Holster. Mein Gott, wie komme ich hier wieder auf Halfter? So, dann wollen wir da jetzt mal gucken. So, dann, würde ich sagen, B4, okay. Ja, ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, ne, würde ich fast behaupten, guck mal, es ist doch ein leichtes hier bei mir einzudringen. Man braucht noch nicht mal, wie ihr seht, irgendwie. Ja, brauchen wir noch nicht mal. Schloss entfernen. Ne, das war das Richtige. Ich glaube, bei Samen hatte ich das andere, ne? Schloss entfernen. Hä? Da habe ich auch ein goldenes jetzt drin. Ernte? Hier schmeißen wir dann jetzt mal. Ne, warte, das da oben können wir da reinschmeißen. So. Ja.
Dann fangen wir jetzt mal an. Wie ihr seht, es ist schon wieder ganz viel Unkraut da. So, den machen wir jetzt als erstes mal hier. So. Wir gucken, wie gesagt, jetzt erstmal, bis wir dann jetzt hier das Unkrautgedönse reinkloppen. Ich sage, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Behandlung von dem Zeug mit Unkrautvernichtern ist nichts mehr. Also kommt es, ich weiß nicht genau, ob es zweite oder dritte war, deshalb würde ich sagen, müssen wir halt mal gucken. Ich sage, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie viel ich mit meinem großen Account damals darum gesprüht habe, bevor das Unkraut weg war. Aber wie gesagt, auf dem Account kommt es schon nicht mehr wieder. Gucken. Ja, die Handschuhe halten jetzt auch ein bisschen länger anscheinend. Okay, Server Restart in 2 Minuten. Ja, da habe ich auch nicht dran gedacht. Das läuft schon wieder. Oh Gott, dann haben wir gleich auf jeden Fall ein paar Minuten. Oh Gott. Wo wir da nicht drauf kommen, ich denke mal so 1, 2 Minuten wird es dann wieder mal dauern. Da ist nichts drauf, außer Unkraut. Das ist auch immer schön. Ja, ich sage ja, und vor allen Dingen, wenn man das Unkrautgedönse hier anwendet, dann hört es halt, wie gesagt, irgendwann auf und man hat endlich seine Ruhe und ja. Man kann dann Ruhe, das Zeug genießen, in die Hände nehmen. So, aber übrigens wollte meine Dame gerade pullern, habe ich gesehen. So. Vielleicht sollten wir gleich mal mit Pullern. Oh, Server done. Diesmal ist er relativ pünktlich, der Server. Also, das ist 12 Uhr. Die letzten Tage immer 12 Uhr 1 oder keine Ahnung was. Diesmal genau 12 Uhr. Dann würde ich sagen, warten wir einen Moment und dann geht's gleich weiter. Und ja, wie gesagt, wir gucken dann in der nächsten Folge auf jeden Fall auch nochmal, was das Unkraut macht.
Müssen dann natürlich ein bisschen was von dem Unkraut wahrscheinlich wieder genau durchdingsen. Ich habe echt total vergessen, dass ich schon wieder in den Server Restart rein filme. Das ist ja auch nett. Server ist anscheinend noch nicht da. Jetzt könnte er wieder da sein. Oh Gott, oder auch nicht. Oder zumindest möchte mein Rechner nicht, dass ich gerade live gehe oder so. Ich habe keine Ahnung, nicht live gehe, mich rede verbinden, genau. Irgendwie, ich weiß nicht. Hallo? Wäre schön, wenn es weitergeht hier. Ja, jetzt vielleicht eventuell. Glaube nein, doch. Jetzt höre ich Game Sound. Sehr schön. So, dann können wir auf jeden Fall hier Unkrautstoll für Vernichtungsmittel und so anwenden. Ich muss schon wieder pinkeln, es ist doch. So, komm, wir machen mal ein Pullerchen. Wird doch direkt gedüngt. Yep. So, weiter geht's. So. Ja, das wird heute keine Pflückfolge, das wird am Schluss dann eine Sprühfolge, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich muss ja leider jetzt hier das Unkrautvernichtungsgedönse aufkloppen. Ja, und das müssen wir dann vielleicht noch zweimal machen oder noch einmal, je nachdem. Damit ihr dann halt auch seht, dass es dann wirklich funktioniert und wegbleibt. Übrigens mal kurz Handschuhe gucken. Ja, 87%. Aber nein, Alter, hört doch auf die Sachen hier ewig. Also, ist der immer alles eigenständig hier, überlegt, was der macht, ne? Das ist übrigens weiß ich gar nicht. Doch, da guck, Unkrautverkämpfungsmittel. Unkraut, nein. Oh. In die Hände nehmen. Alter, ich drehe hier gleich sowas von. Am Rad, das ist nicht mehr schön. Das ist echt nicht mehr schön. Warum macht das Spiel das? So, jetzt einfach hier.
Ja. Oh Gott. So. Im Übrigen sollten wir mal die Handschuhe. Nö, das reicht noch. Komm, das geht noch so ein, zwei, drei rein. Ne, zwei rein vielleicht noch. Ja, es ist halt die komische Gartenarbeit hier, echte, also es ist ja nicht nur auf unserem Server so, es ist ja eigentlich überall so. Die blöde Gartenarbeit, die braucht ewig. Das ist, also da könnten die Entwickler meines Erachtens nach gerne noch mal ein bisschen nacharbeiten, weil es ist echt, ja, wie soll ich sagen, ne? Für ein Popo, meiner Meinung nach. Weil jetzt mal ganz ehrlich, auch, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, wenn ich sehe, wie die hier die Samen für einen Baum verteilen oder oder auch für alles andere, was hier ist, ne, dann machen die alles Mögliche, aber die säen Rasen in meiner Welt und nicht wirklich Samen hier für die Klamotten, oh, ich habe hier vergessen. So, dann hier nochmal. Ja. Können wir hier auf jeden Fall, wie gesagt, mal gucken. %, sollten wir vielleicht mal reparieren. In die Hände nehmen. Nein, ah, das ist doch. Mann. Also. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum man die Flasche bei jedem kleinen Stückchen Feld wieder neu pumpen muss. Eigentlich pumpt man so eine Flasche auf, bis da genug Druck drauf ist. Und dann kann man schon mal ein ganzes Stückchen lang pumpen. Sprühen, bevor man pumpen kann oder neu pumpen muss. Aber ja gut, wahrscheinlich muss man hier das bei dem Spiel oder bei dem Spiel muss man das wahrscheinlich so anwenden. Ich weiß es nicht, ich denke es mal. Ich habe da aber auch keine Ahnung.
Vielleicht geht es halt nicht anders. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Und ja, werden wir dann bei Gelegenheit sehen. Aber ich sage, ich hoffe, dass die irgendwie mal was ändern oder so. Ich meine, es gibt diese kleine Schaufel im Spiel, die hätte man nutzen können, zum Beispiel, um, weiß ich nicht, zu machen, dass man halt ein kleines Löchlein gräbt, den Samen rein und dann wieder zu. Es wäre aber wahrscheinlich tausendmal schneller gegangen, wie das, was die jetzt gerade treiben hier. So. Weil ich sage, der steht da und schmeißt eine Stunde lang irgendwie Samen ausgefüllt. Ich hab's ja letztens wirklich jetzt mal, weiß ich nicht, was hatten wir letztens gebraucht? 22, 23 Minuten oder so, nur für das kleine Feld. Dann möchte ich gar nicht wissen, wie lange ich immer für mein großes Feld brauche. Das ist ein 10x10 Feld. Bin ich ehrlich, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. So, ja, auf jeden Fall. So, wir können das Zeug jetzt übrigens hier reinschmeißen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter und ihn hier vielleicht erst noch mal looten. Vielleicht finden wir ja noch für die nächsten Male ein bisschen Unkrautvernichtungszeug. Nee, aber guck mal, wir finden zumindest mal Dünger. Ich wollte gerade sagen, das läuft wieder sehr gut. Dünger haben wir jetzt ganz viel. Vielleicht kriegen wir dann jetzt doch demnächst mal alles richtig schön gedüngt und fertig und voll. Und ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Beutel mittlerweile schon. Okay. Ich glaube, in nächster Zeit brauchen wir keinen Dünger mehr. Aber wir könnten noch ein bisschen gleich ausladen und umladen und gucken. Ja, was halt hier wirklich schade ist, ist, dass man hier keine Schränke mehr reinbauen kann. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie sieht denn das eigentlich hier aus? Und das ist ja eigentlich ein Schuppen. Darf man hier eigentlich Schränke reinbauen? Nein, ist natürlich auch ein Gebäude und nicht nur ein Schuppen oder so. Aber nein, darf man auch nicht. Oh, guck mal, der steht übrigens nochmal. Ein Unkrautbekämpfungszeug gemittelt, die Gedönse da. So, Loot Auto, ne Quatsch, wir sollten vielleicht nochmal hier hin das Zeug da reinschmeißen. So. Ist das Loot Auto? Ne, das ist das, was wir letztens gekauft haben. Das hier sind die Werkzeugkisten, das ist der Schrott. Und hier ist der restliche Blödsinn. So, dann das Ding hoch. Das brauchen wir gerade nicht. Bleiplatten brauchen wir nicht. Das bräuchten wir. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das und das. Das Schloss könnte man sogar hier dran machen. Hervorragend. Das Schloss können wir mitnehmen. Das kann hier rein. Das kann hier rein. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wie das mit den BCU-Schlössern funktionieren soll. So anscheinend definitiv nicht. Ich weiß es nicht. Na, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ich sage, ich fragt mich nicht, ich weiß es nicht. So, da auch noch ein Schloss rein. Kühlschrank kann man anscheinend abschließen. Achso, Kühlschrank, genau. Essen, Kochen da rein. Wasser wäre hier. Munition. Ich denke, wir haben dann eigentlich, komm, das Ding kann hier auch mal rein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das Teil schmeißen wir da hin. Das kommt da hin. Das da, das da.
Das Ding kommt ausgerüstet, dann kann nämlich das Ding runter und wir können uns noch eine rauchen. So, oh Gott, jetzt wollte. Ah ja, Schraubendreher suche ich. Ich suche eigentlich einen Schraubendreher. Schrauben. Obwohl, warte mal, wir könnten doch. Ich muss mal gucken. Das Ding hier ist fast kaputt. Die zwei sind noch in Ordnung, weil wir die ja letztens. So, Wett. Ach du Scheiße. Wir verbrauchen ziemlich viel Werkzeugkiste, glaube ich. Ich habe keine Ahnung gerade. So, aber eigentlich, oh Gott, was wollte ich denn jetzt gerade, was suchte ich denn? Ein Schraubendreher, das war's, jetzt wo ich das Knackzeug sehe. Ach so, und das Ding könnten wir auch rauspacken. Dann könnten wir nämlich mal auf die Pistolen Schalldämpfer machen, dann wäre das Pistolenschießen auch ein bisschen leiser, wenn wir Glück haben. Hören uns dann auch die Zombies nicht so toll. So. Warte mal kurz, das Ding da drauf. Wunderbar. Ist doch jetzt drauf. Naja, wunderbar. Irgendwie haben wir hier keinen Schraubendreher, nicht wirklich Inventar. Ne. Oh, shit, ich glaube, falsche Kiste da rein. Auch falsch. Dann muss das die sein. Oh Gott. So, dann hier. Das ist mal richtig. So. Inventar öffnen. Da ist auch nichts. Inventar öffnen. Da haben wir. Ja, ich suche gerade eigentlich die 30er Schraubenzieher. Ach Quatsch, sind ja 40er. Aber irgendwie. Ich weiß, ich hatte mal einen. Das ist für die AK-15. Das ist für keine Ahnung. Schalldämpfer haben wir hier keinen. Oder habe ich den? Oh Gott. Ich weiß das nicht. So, dann gehen wir jetzt einmal mal hier gucken. Da ist er doch. Guck mal, wir haben zumindest einen 32 von 40. Das ist doch mal schön. Das Ding würde ich sagen, packen wir mal hier rein. Joa. Ich hätte, das wollten wir eigentlich alles beim Händler mal verkaufen fahren. Müssen wir bei Gelegenheit auch nochmal machen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beenden für heute, auch wenn wir noch keine Stunde unterwegs waren. Wir sind gerade bei, weiß ich nicht, 59 Minuten fast. Deshalb lohnt sich das jetzt auch nicht rauszufahren. Wir haben auch keinen Airdrop in der Nähe oder so. Ich würde sagen, wir fahren demnächst noch ein bisschen die Ortschaften ab, gehen noch ein bisschen looten, suchen uns ein paar Airdrops vielleicht oder sonst was. Das dann in der nächsten Folge. Und vielleicht werde ich dann auch den Ort hier verlassen, weil ich mir irgendwo anders was baue oder so. Ich weiß es noch nicht. Das werden wir dann aber sehen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Montagnachmittag. Ja, und wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dürft ihr mir auch gerne ein Abo dalassen. Und ich würde mich dann freuen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch was und sage erstmal ciao, der Falli.